So, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich muss auch diese Folge nachvertonen. Ja, und die Folge wird, ich denke mal, viel Licht in die Dunkelheit bringen, die Cassandra derzeit heimsucht. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Orakel befragt und sie hatte eine Vision von uns. Und sie hat die Wahrheit gesagt, denn sie konnte sehen, wie wir damals vom Berg gestoßen wurden. Und das weiß natürlich nicht jeder. Also hat sie anscheinend doch eine Fähigkeit, die von den Göttern geschenkt worden ist. Und ich weiß auch gerade nicht, warum ich gerade nicht weitergehe. Denn wir müssen mit Herodotos sprechen und müssen ihm natürlich die neuen Informationen mitteilen. Und Ikarus ist schon echt schöner Adler, ne? Hätte ich gerne auch einen Adler. Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Einen Anhänger habe ich getötet. Elpenor, ich traf ihn in Kephallenia. Mit seiner Maske und seinem Mantel kann ich die Kammer betreten. Also sind sie unter dem Tempel des Apollon. Ja, bei der Höhle von Geia. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Geh dorthin, wir treffen uns da. Helm des Orakels. So, und jetzt schaue ich einfach mal, ob wir wahrscheinlich bessere Ausrüstungsgegenstände haben, was wir wahrscheinlich nicht haben werden. Ne, der Helm des Orakels ist sogar auch die 120. Okay. Ja, nee, wir sind schon relativ gut ausgerüstet. Ja, die sieht schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Na gut, habe ich auch behalten. Sehr schön. So, und jetzt werden wir uns in das Schlangennest begeben. Genau, ne? Tempel des Apollon, lassen wir uns das mal hin schnell reißen lassen. Und werden dann mal dem Kult beiwohnen, um herauszufinden, was die überhaupt vorhaben. Außer wahrscheinlich die Politik in Athen zu steuern. Beziehungsweise in der gesamten griechischen Welt. Oder wo geh ich denn jetzt hin? Ach, ich gehe noch zum Schmied. Stimmt, ich wollte noch ein paar Sachen verkaufen. Ach ja. Ich muss sagen, an Drachen mangelt es uns nicht. Ne? Also wir brauchen halt eher Ressourcen, ne? Vor allen Dingen Holz. Um halt die Adrestia weiter aufzurüsten. Also schwere Waffen. Gibt es welche von euch, die eventuell auch Assassin's Creed Odyssey spielen, die gerne schwere Waffen zum Kämpfen benutzen? Weil ich muss sagen, auch schwer ist das höchste der Gefühle. Aber mit den schweren, man muss ja wirklich das alles timen. Ne? Das Timing muss ja perfekt sein, dass man nicht gleich dann einen Gegenschlag irgendwie anbekommt. Man macht zwar vielleicht mehr Damage, aber ich habe immer so das Gefühl, mit den leichteren Waffen, auch wenn die vielleicht nicht so viel Schaden verursachen, kann man trotzdem mehr Schaden verursachen, denn man ist ja schneller. Ne? Man kann viel schneller denjenigen angreifen als mit einer schweren Waffe. Ich meine, als wir bei Origins die Arena-Kämpfe durchgeführt haben und ich gezwungen worden bin, mit Speer und Keule die alle niederzuknüppeln, das war wirklich, ja, das fand ich nicht ganz so cool. Ich meine, ich habe gewonnen, aber man muss sich halt einfach nur drauf einlassen und muss wissen, okay, ich muss jetzt 2 Sekunden mehr für meinen Angriff einplanen. Aber ja, das war, ich weiß, ich war immer froh, wenn ich mein Schwert oder meine 2 Klingen hatte. Ja, aber warum man kontern oder abwehren. Hab einen guten Tag. Rausgenommen hat aus Origins, es ist für mich ein Rätsel. Es macht überhaupt keinen Sinn, warum man kein Kontern oder beziehungsweise, ja, so wie das bei Odyssey mit Q ist, dass man halt einen Angriff abwehrt und dann der erstmal so ein bisschen hin und her taumelt. Es ist für mich immer noch ein Rätsel, warum also, die das bei Origins rausgenommen haben. Ja. Der Kult ist nicht gerade subtil. Das stimmt.
Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Nicht ganz so verborgene Kammer. Die ganze Zeit. Ich gehe rein. Hast du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Wie sehe ich aus? Wundervoll. Wie aus einem Vogue Magazine. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich doch nicht. Ich bin eine ruhige Person. Überstürzt? Genau, Cassandra. Das ist ein Gerücht. Das sind Fake News. Wir verklagen Herodotus. So, dann gehen wir mal in die gute Stube hinein. Och, das sind schon welche unten. Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Ach, es gibt lächerliche Kostüme. Ich meine, bei den Masken hätte man schon andere wählen können. Aber so an sich ist es schon okay, Cassandra. Also wie gesagt, da gibt es viel, viel schlimmere. Die sehen halt schon alle cool aus, ne? Ich frage mich, ob die mehr Geld verdienen, als wenn du als normaler Soldat angestellt bist. Du bist spät, sehr spät. Zum Glück ist Demos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen! Wer sind diese Leute? Ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Aber auch schön. Wer ist Demos? Du hast jemanden erwähnt. Demos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe. Er ist schwierig, aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung. Mhm. Hab Dank. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Demos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Der hat aber einen schönen Speer. Welche Pläne verfolgt der Kult? Aber die haben echt schönes Feuer, ne? Also ich muss sagen, das sieht echt cool hier aus, ne? Vor allem auch mit der Schlange da vorne, ne? Und es hat die Frage, was ist das für ein Artefakt? Es ist ja wie eine Art Pyramide, aber was ist... Ist es eine Vorhersehung? Oder ist es ähnlich wie der Edenapfel, der die Geister manipulieren kann, beziehungsweise, ja... die Leute unterwerfen kann. Wir hatten ja den Edenapfel, wir hatten das Edentuch. Das Edentuch ist ja wirklich ein bisschen unbesiegbar. Dann hatte man eigentlich nur Edenäpfel. Oder? Ja. Ah. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß. Demos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Die haben alle Angst vor ihm. Na los, mach schon. Bring ja, dann ein bisschen Opfer. Blutvergiftung, ne? Irgendwelche Krankheiten vermischen, ne? Aber ich werde opfern. Gut, ich glaube, zu der damaligen Zeit haben die an solche Sachen gar nicht gedacht. Darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen? Das darf Demos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Was für eine dreckige Lache. Was würden wir mit der Mutter anstellen? Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Wo ist die Mutter? Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Wer ist Demos? Erzähl mir von Demos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen.
Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Mhm. Genug geredet. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Du hörst nicht richtig zu. Vergiss die Mutter, sie bringt uns nichts. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Aber was soll die Mutter denn machen? Lass es nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Den Vater, die Mutter wieder noch. Die Mutter. Oder? Will ich die Mutter? Die Mutter. Sie hat recht. Setze deine Prioritäten richtig. Ehe du dich versiehst, wird Perikles seine Verteidigung ausbauen und unsere Chance ist vertan. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt... Oh. Aber was soll die Mutter denn... Also, haben die irgendwelche besonderen Kräfte? Magische Kräfte? Keine Ahnung. Also, warum wollen die Mutter haben? Oder aktiviert die Mutter dieses Relikt? Das Artefakt. Es hat die Frage, was erhoffen die sich von der Mutter? Welche Waffe steht auch Deimos da? Das ist halt auch die Frage, die ich gerne beantwortet Diese haben möchte. Und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. In der Tat. Also fast wie Lobbyismus, ne? Das ist... Damals war es ein Kult, heute ist es Lobbyismus in der Politik. Oder Korruption, ne? Wenn man da halt ein bisschen Schmiergelder, ne, bezahlt oder ein paar Leute, ja, erpresst, damit man das bekommt, was man möchte. Warum so ein trauriges Gesicht? Wie die tragische Maske der Melpomene. Deine Familie ist sicher fürs Erste. Tu ihnen nur nichts. Tu ihnen nicht weh. Das liegt ganz an dir, aber du wirst dich benehmen, denn du kennst ihr Schicksal, wenn du es nicht tust. Bitte, nicht. Wir werden sie töten. Deine Frau, dein Kind. Und wofür solltest du dann noch leben? Tja. Für nichts. Doch für den Kult. Ganz genau. Eigentlich für den Kult wäre die richtige Antwort gewesen, oder? Aber dass ihm nicht auffällt, dass er einfach jemand hier rumspaziert. Also ich hoffe noch, ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir müssen uns einig werden. Aber ich hoffe wirklich, dass man noch erfährt, was dieses Relikt-Artefakt für eine Wirkung hat. Oder für eine Macht hat. Das weiß ich gar nicht mehr, ob man da noch eine Information bekommt. Aber schön, wie brutal die Kultisten gegenüber ihren eigenen Mitgliedern sind. Reiß dich zusammen, Malakka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen. Ich weiß nicht, das werde ich nicht. Was hat er getan? Das ist doch völlig egal, oder? Nee, ist nicht egal. Getan? Keine Fragen erlaubt. Kann ich ihn nicht selber einfach durch die Maske das stopfen? Konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht. Wenn du nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Das werde ich nicht. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Los, zeig ihm, was mit Feiglingen geschieht. Sie werden verbrannt. Ich tue es, mach du es, ich werde es nicht tun. Mach du es, okay. Nein, er gehört dir. Warum war ich so gemein zu dem armen Mann? Du weißt nicht, was verdammt nochmal Spaß macht. Mehr für mich. Ah.
Es tut mir leid. Leg dich mit mir an und du kannst noch viel mehr davon haben. Der Arme. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Die gleichen, der die Epena besaß. Hör mal die Pythia. Jemand wurde gesehen, wie er dein Haus betrat. Oh nein, die Arme. Draußen lagen tote Wachen. Sag mir, mit wem du gesprochen hast, oder ich muss dir wehtun. Bitte, ich flehe dich an. Sie hat mich genötigt. Ich dachte, sie tötet mich. Sie? Ich bringe dich um. Was hast du ihr erzählt? Gott, die tut mir schon ein bisschen leid, ne? Und das macht der? Spielt das nicht im Brot? Nee. Oder ich gebe dir gleich einen echten Grund zum Heulen. Oh, vor allem mit der Keule. Der ist so ekelhaft. Könnte ich doch etwas tun. Aber wenn ich mich jetzt zu erkennen gebe, war alles umsonst. Tut mir so leid, ne? Sie ist auch nur ein Opfer des Kults, ne? Man kann jetzt nicht verübeln, dass sie das sagt, was der Kult hören möchte, bevor sie selber dran ist. Ich glaube, so würde jeder handeln wahrscheinlich. Seit man hat eine Cassandra als Freundin, die man sagt, hier Cassandra, töte bitte mal die. Die ärgern mich schon die ganze Zeit. Eins. Achso, die sehen alle so aus. Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt von der Macht. Ruft es auf dieselbe Weise nach dir? Ich möchte es berühren, ich werde Abstand halten. Das tut es. Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Der war gerade so nett und dann schreit er mich an. Elpenor ist tot. Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Du.
Wer bist du? Geh! Du! Komm her! Oh mein Gott, ich finde es immer noch krass. Ich meine, ich habe es gespielt, das habe ich dann zugeguckt. Ich finde diese Szenen so heftig und so gut gemacht einfach nur. Diese Emotion von Alexios. Die Mimik. Ich liebe ihn. Du lebst. Der Kult kontrolliert alles, der Kult hat eine Armee, der Kult ist hinter meiner Mutter her. Da waren Menschen im Tempel. Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotos, sie kontrollieren die griechische Welt. Alles. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Ja, Perikles ist ein großer Feldherr. Für die Demokratien ist ein Feldherr, oder? Würde Feldherr jetzt wählen. Mein Zukunfts-Ich. Und eine Kultist hat darüber Perikles gesprochen. Perikles ist ein großer Feldherr, der den attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Es ist zu spät, ich muss meine Mutter finden. Eigentlich müssen wir meine Mutter finden. Ja, ich bin da irgendwie unentschlossen, was ich wählen soll. Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Gut gespielt. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas?
Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Der Kult des Kosmos. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Suche in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen und ihn einfach einmal zu zerschlagen. Ja, das war nämlich auch eine ganz interessante Aufgabe. Der Kult des Kosmos im Kultismenü kannst du neue Hinweise einsetzen, um Kultisten zu enthüllen, zu verfolgen und den Kult des Kosmos zu vernichten. Also ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß bereitet beim ersten Mal durchspielen. Kultisten enthüllen mit Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf deiner Detailseite enthüllen. Sobald sie enthüllt sind, kannst du die Kultisten auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Naja, das sind schon einige, ne? Unentdeckter Weiser. Epiktetos, der Mitteleinsame. Die Schiffsbaukünste von Epiktetos, dem Mitteleinsamen, lehrten ihn vor allem eines: Das Führen eines Krieges ist stets profitabler als das Gewinnen eines Krieges. Die Schrecken des Krieges bescherten ihm ein immenses Vermögen, bis Demos bei der geheimnisvollen Zusammenkunft des Kurs ein blutiges, grauenerregendes Exempel an ihm statuiert. Ich muss dann relativ schnell lesen, weil ich nicht weiß, ob ich dann vielleicht zum nächsten springe. Deswegen entschuldige ich bitte, wenn ich da vielleicht einige Wörter nicht ganz. Ne, LP in der Auge des Kosmos. Achso, genau, hier habe ich mich gefragt, warum wir schon zwei Leute getötet haben, aber dann habe ich es erst gelesen. Abgesehen davon, dass er von beiden Kriegsparteien profitierte, diente Elpenor dem Kosmos noch auf eine besondere Weise. Er löschte die Blutlinien der Auserwählten aus. Er war es, der Demos Schwester auf den schaubigen Straßen von Kephallenia fallen, und es breiteten sich auch rasch Gerüchte aus, wonach er eingefädelt haben sollte, was dem Wolf in Megaris widerfuhr. Eine Zeit lang schien er seine Pläne bestens durchdacht zu haben, und ja, ne, da ist es jetzt weg. Was mache ich denn jetzt? Jage alle Weisen, um den Geist zu enthüllen. Der Geist des Kosmos, wahrscheinlich. Ja. Der ganz große Anführer. Also würde mich interessieren, seit wann der Kult des Kosmos besteht. Seit 50 Jahren, seit 100 Jahren. Das Schlangenes-Quest abgeschlossen. Und kein Stufenaufstieg. Schade, Schokolade. Kultis besiegt Epiktetos, der Mitteleinsame. Ne, Mitteilsame. Ach, Mitteilsame. Mitteleinsame, genau. Ja, neue Wortschöpfung. Ja, ne, und hier hat man sehr viele, ja, wundervolle Aufgaben jetzt bekommen. Ich liebe diesen Song. Er ist so toll. Er ist so toll, ja. Jetzt schaue ich mir die Karte an. Genau, ne? Hier haben wir noch diese Korfu-Quest. Genau, und dann hier haben wir Athen. Das heißt, wir schippern, ja, ne? Über das Mittelmeer. Und wie gesagt, werden wir aber die Nebenaufgaben erst einmal abklappern. Beziehungsweise die Inseln. Die auf dem Weg nach der. Nee, die auf dem Weg zur Attika liegen. Na, und hier haben wir irgendwo die Arena. Korinth. Ja, wir haben über 30 Stunden und haben nur so wenig aufgedeckt. Aber es, ja, ich sag mal so, wenn man einmal drin ist, ne, dann geht es immer einfacher. Dann haben wir die Nebenaufgabe, Xerxes Bucht. Und ja, gut, wir haben jetzt noch fast 10 Sekunden, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir ja zu den Thermolypen uns hinbegeben, beziehungsweise die anderen Fragezeichen aufdecken. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.